mich alle hören? Ja. Gut. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr wirklich zuhört. Ja, jeder Einzelne. Das erste Spiel wird jetzt gleich rotes Licht, grünes Licht sein. Und ich werde euch auch sagen, wie dieses Spiel funktionieren wird. Ihr werdet alle an einer bestimmten Ziellinie starten. Ungefähr 200, 300 Meter vor euch seht ihr einen Riot stehen mit Blaulicht. Okay, dahinter ist eine große Bühne aufgebaut. Und solange die Sirene mit dem Blaulicht leuchtet, dürft ihr laufen. Sollte die Sirene ausgehen... Warte, hör mir auf, durchzureden. Solltet ihr noch laufen, wenn die Sirene ausgeht, werdet ihr erschossen. Das bedeutet, ihr lauft bitte nicht so lange, solange die Sirene noch geht. Und wenn sie ausgeht, dann hört ihr erst auf zu rennen, weil dann seid ihr tot. Ihr müsst es einfach selber einschätzen. Das bedeutet, ich gebe euch ein kleines Beispiel. Die Sirene leuchtet, ja, ihr lauft und lauft und lauft. Bleibt lieber dann auf Safety schon mal stehen. Weil solltet ihr laufen und diese Sirene geht aus und ihr macht dann trotzdem noch einen Schritt, dann seid ihr tot. Okay? Habt das jeder von euch verstanden? Ja. Okay, gut. Und eine zweite wichtige Regel. Ihr habt insgesamt 2,5 Minuten Zeit, diese Strecke zu überwinden. Wer nach diesen 2,5 Minuten nicht über die Ziellinie gelaufen ist, wird auch sterben. Also müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen taktisch spielen, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. So, ich hoffe, jeder von euch hat jetzt die Regeln verstanden. Spielt lieber auf sicher, aber lasst euch nicht zu viel Zeit, weil ihr habt nur 2,5 Minuten, um die Ziellinie zu erreichen, okay? Und bei diesem Spiel ist es auch ganz wichtig, wenn ihr gleich angeschossen werdet, bleibt bitte stehen, lauft dann nicht unnötig im Kreis, sondern lasst euch bitte erschießen, okay? Gerade bei so einer großen Mannzahl. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen schon mal sehr, sehr viel Glück. Es ist mir bewusst, dass nicht jeder von euch durch die erste Runde kommen wird. Und ja. Oh, es geht los. Was? Ich habe noch nicht mal Start-Stop Ja, er macht das. So. Okay, wunderbar. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ja, dann steht bei dir dead. Also, ja. Ja, weil er immer noch steht, deswegen... Achso, jetzt nicht mehr, okay. Wie soll man nicht da drin rumrennen? Wer rennt denn da drin rum, Mann? Der soll mal da weggehen. Ja. Hast du Shotgun-Muni, ne? Leider nicht, Bro. Direkte Kopfschmerzen. Der soll auch mal länger, ein bisschen länger mal grünes Licht machen, ne? Sonst schaffen die es nicht in den 200 Minuten. Das soll der nicht machen so kurz, das ist assi. Du kannst bei GTA nicht so schnell anhalten. Sag ihm das mal, diesen Jan Gomez. Hab ich schon. Er soll dem mal ein bisschen mehr Zeit geben, weil bei GTA kannst du... Der macht das viel zu schnell hintereinander. Ah, oh, mein Herz! Der soll den mal mehr Zeit geben. Mann. Schreib ihm das mal. Ich habe es ihm geschrieben. Weil der macht nämlich die ganze Zeit grünes Licht, rotes Licht. Direkt nach 2 Sekunden. Wir können jetzt halt auch nicht alle verlieren, ne? Ja, es sind doch auch gar nicht alle weg. Da.
Ja! 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 Bleibt hinter der Linie, bleibt hinter der Linie, alle hinter den Dings, die hier durchgekommen sind. Ich hab einen Herzinfarkt, Alter. Oh. War das intens gerade. Sehr gut. Ist die Zeit vorbei? Nein, nein, alles gut. Wir machen das jetzt ohne Zeit, weil der lässt so viel lange Pause dazwischen. Sonst haben die keine Zeit. Was macht er denn da? Warum geht er denn so gechillt, Alter? Wow. Okay, ja gut, ne? Klappt auch. Ja, Endurance, ne? Da freue ich mich auf den 20 Sub gestern, Freund, ne? Gut. Also, das nächste Spiel ist folgendes. Hide and Seek. Wir werden jetzt gleich alle diesen Villa-Bereich betreten. Und wenn wir in diesem Villa-Bereich angekommen sind, habt ihr eine Minute Zeit, euch zu verstecken. Nein. Bitte zwei. Ich werde als Einziger mit einer Waffe rumlaufen und jeden, den ich sehe, exekutieren. Das heißt, ihr könnt euch irgendwo verstecken. Wenn ihr mich seht, könnt ihr natürlich weglaufen. Ja? Ihr habt eine Minute und insgesamt müsst ihr 3 Minuten überleben. Ja? Lauft einfach weg und versucht mir nicht in die Quere zu laufen, weil ich werde natürlich sofort auf euch schießen. Es gibt ein paar Regeln. Ihr dürft natürlich in Innenräume reingehen. Alles. Ihr dürft erstens, Regel Nummer 1, ihr dürft euch nicht wehren. Ja? Also so wie eben, ihr dürft jetzt nicht zurückschießen oder sonst irgendwas. Und ihr besetzt bitte keine Dächer. Ja, also ihr klettert nirgendwo hoch. Ja, ihr dürft natürlich auch Treppen benutzen. Alles kein Problem, aber ihr klettert nirgendwo hoch. Meine Jungs und Mädels werden das beobachten. Ihr dürft euch wirklich nur in den unteren Ebenen aufhalten. Oder wenn jetzt natürlich eine Treppe irgendwo nach oben geht, dürft ihr diese auch benutzen. Aber ihr verlasst auch nicht diesen Eventbereich, okay? Gibt es dazu noch Fragen? Also man darf sich auch in den darf man sich hinlegen? Beim Pool und so, da darf man sich auch ihr dürft euch überall verstecken, ihr dürft jetzt natürlich nicht runterspringen ins Wasser oder so. Ja? Ihr dürft auch die ganze Zeit von mir aus rumlaufen. Ja, ist doch scheißegal, und ihr dürft ihr dürft euch auch hinlegen. Wichtig ist, wenn es gleich losgeht, habt ihr eine Minute Zeit, euch zu verstecken. Ja, und dann müsst ihr 3 Minuten überleben nach dieser eine Minute, wo ich rumlaufe. Okay? Ich hätte noch eine Frage, bitte. Es gibt keine Fragen mehr dazu, wer das Spiel jetzt nicht verstanden hat, hat Pech gehabt. In die große Masse versteckt. Hier 35 Sekunden. Okay, eine Minute ist um. Hey, alles. Mach dich ab. Hey, warum laufen die raus? Mein Rebo wieder zu holen. Oh, ich bin selber rausgelandet, aus Versehen. Scheiße. Ich bin selber da durch, verdammte Kacke. Oh Mann. Oh nein, warte, ich stopp eben die Zeit. Ah, perfekt. Gut, okay, die Zeit geht weiter.
Okay, 2 Minuten. Oh. Ja. 20 Sekunden noch. Okay, ist vorbei. Kannst sagen, ist vorbei. Die können alle sich wieder am Tor eintreffen. Alle Überlebenden können jetzt wieder zum Tor kommen. Wo auch immer das Tor ist. Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Das war so knapp. Boah, sehr gut. Hier gerade. Yeah, woo! Ach, ja, Mann. 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 Ja, Mann.